Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und heiße euch willkommen auf meinem YouTube-Kanal The Glory Hunter, der Herrlichkeitsjäger. Mein Name ist Andreas Schulz, Leiter von Holy Fire Ministry und ich möchte euch heute ein Zeugnis von mir weitergeben, wo es um die Bibel, das Wort Gottes ging und was es mit mir persönlich gemacht hat. Vor mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 25 Jahren, kam ich aus den Drogen raus, in einer Erweckung in Pensacola, Brownsville. Einigen von euch wird das vielleicht noch etwas sagen, wo viele, viele Hunderte und Tausende von Menschen neu zum Glauben gekommen sind, Buße getan haben, umgekehrt sind und wirklich neu gefüllt worden sind mit seiner Herrlichkeit. Und ich hatte das Glück, damals mit meinem Vater dorthin gehen zu können, wo Gott mich wirklich freigesetzt hat von einem auf den anderen Tag, von Drogen, von Kleptomanie und von vielen, vielen Dingen, die mich belastet haben. Und ich kriegte ein prophetisches Wort, das sagte, iss mein Wort, trink mein Wort und das Wort wird dich wiederherstellen. Zum Verständnis, ich war einige Jahre drogenabhängig gewesen, bin in viele Häuser eingebrochen, hatte viele, viele Dinge getan, die nicht in Ordnung waren und war dann wiederhergestellt vom Herrn, wog damals gerade mal 65 Kilo. Ich bin 1,90 groß, könnt ihr euch vorstellen, das Idealgewicht liegt ungefähr bei 90 bis 95 Kilo, also absolut abgemagert. Und kriegt ihr dann dieses Wort, iss mein Wort, trink mein Wort und es wird dich wiederherstellen. Mir sind damals die Haare ausgefallen, weil ich so viel Drogen konsumiert hatte. Bin teilweise auf der Straße einfach umgekippt, weil ich kraftlos war oder einfach gefaintet, wie man so schön im Englischen sagt. Also regelrecht ohnmächtig geworden und weggeklappt bin. Und bin dann zum Herrn gekommen, habe dieses Wort bekommen. Iss mein Wort, trink mein Wort und es wird dich wiederherstellen. Und ich habe versucht, die Bibel zu lesen und ich habe es nicht hingekriegt. Ich hatte enorme Schwierigkeiten, das Wort zu lesen. Ich habe dann erst im Alten Testament angefangen, bin dann irgendwann zum Neuen Testament gewechselt und habe immer versucht, ein Kapitel zu lesen und merkte, ich kriege das einfach nicht hin. Ich schlaf dabei ein, ich wurde müde, ich wurde schläfrig. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr wisst, es ist gut, sich mit dem Wort Gottes zu füllen. Aber ihr habt Schwierigkeiten, wirklich euch die Zeit zu nehmen. Und vielleicht ist es auch einfach nur der Alltag. Ja, ihr habt Kinder oder seid viel am Arbeiten. Ihr wisst, es wäre gut, euch mit dem Wort Gottes zu füllen. Aber der Alltag lässt das in vielen Bereichen gar nicht zu. Und ich möchte euch ermutigen mit dem, was ich dann getan habe. Wie gesagt, ich konnte die Bibel nicht lesen, hatte enorme Schwierigkeiten damit, mich mit dem Wort Gottes zu füllen, obwohl ich wusste, es wird mich wiederherstellen. Und habe dann angefangen, mir von einer Freundin damals die Bibel noch auf Kassette, einigen von euch wissen noch, was das ist, mit einem Walkman, mir die Kassette als Hörbuch zu holen, die Bibel als Hörbuch zu holen. Und habe angefangen, die Bibel zu hören. Und ich habe ein Tag gehört und ich habe zwei Tage gehört und ich habe drei Tage gehört. Ich habe eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, ein Monat, drei Monate, fünf Monate, sechs Monate, ein Jahr, anderthalb Jahre habe ich die Bibel gehört ohne Unterbrechung. Ich hatte immer einen Knopf im Ohr und habe mich gezwungen, das Wort Gottes in mich hinein zu bekommen. Ich habe es beim Duschen gehört, ich habe es beim Klogang gehört, ich habe es beim Essen gehört, ich habe es beim Arbeiten gehört, ich habe es beim Schlafen gehört. Ich habe es in jeder Lebenssituation meines Lebens gehört, hatte immer einen Knopf im Ohr, am Anfang auf dem Walkman, dann auf dem CD, Discman, CD-Player, dann später sogar als MP3 und habe immer das Wort Gottes in mich aufgenommen. Und die Bibel sagt an einer Stelle, sinnt über das Wort nach, Tag und Nacht. Und viele von euch mögen vielleicht denken, ja, wie ist denn das überhaupt möglich? Wie kann ich denn über das Wort Tag und Nacht nachsinnen? Ich sage euch, und das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ihr gefüllt seid mit dem Wort, wenn ihr gefüllt seid mit dem Guten, mit der Bibel, mit dem, was euch Leben gibt, dann ist da kein Raum für irgendetwas anderes und ihr denkt Tag und Nacht über das Wort Gottes nach. Und ich möchte euch damit ermutigen, vielleicht sind einige von euch
die sich das Video anschauen und sagen, ja, ich habe Schwierigkeiten, die Bibel zu lesen. Und es ist in Ordnung. Gesteh dir das zu. Sage, ja, ich habe da gerade keine Kraft. Ich schaffe es gerade nicht, die Bibel zu lesen. Aber versuche einen Weg zu finden. Zwinge dich selber. Wie in meinem letzten Video auch hier wieder, die Gewalttätigen reißen das Himmelreich an sich. Ich habe mir selber in dem Sinne Gewalt angetan, indem ich mich gezwungen habe, ich konnte nicht lesen, also habe ich gehört, gezwungen habe, das Wort Gottes in mich aufzunehmen und mich mit dem Wort Gottes zu füllen. Und ich sage euch, liebe Freunde, es hat mein Leben verändert. Es hat mein Leben verändert. Und ich möchte euch damit ermutigen, dass ihr euch mit der Bibel auseinandersetzt. Versucht, das Wort Gottes zu lesen. Versucht, es in euch aufzunehmen. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, die Bibel zu lesen, dann holt euch die Bibel als Hörbücher. Es ist im Alltag ganz häufig schwer, wirklich diese Zeiten zu finden. Stille Zeiten, Zeiten zum Gebet, Zeiten zum Bibellesen. Aber es gibt trotzdem, als Hausfrau, wenn du eine Mutter bist von Kindern, hast du die Möglichkeit, dir beim Kochen, bei der Hausarbeit oder auch beim Arbeiten, bei der Gartenarbeit oder einfach nur normal bei der Arbeit, beim Weg zur Arbeit, überall da, wo Luft ist, füllt euch mit dem Wort Gottes, füllt euch mit dem Guten. Nehmt die Bibel, gibt es mittlerweile auf YouTube kostenlos als Hörbuch zum Anhören. Ich nutze das ganz viel, da ist die Schlachterbibel. Nach wie vor, wenn ich Auto fahre, nutze ich das ganz, ganz viel und versuche mir dann einfach das Wort Gottes in mich hinein zu pressen, sozusagen gewalttätig in mich hinein zu pressen. Und es hat mein Leben verändert und ich glaube auch, dass es euer Leben verändern wird und verändern kann. Das an dieser Stelle erstmal für heute als Zeugnis, was das Wort Gottes angeht. Und ich bete noch zum Abschluss und wünsche euch dann Gottes Segen und alles Gute. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine unbarmherzige Liebe, für deine Gnade, für deine Freude, dass du der König der Könige bist. Und ich bete, dass jeder Zuhörer in diesem Video neu den Mut fasst, sich mit deinem Wort auseinanderzusetzen. Entweder es zu lesen und wenn er es nicht lesen kann, es zu hören, sich in sich hinein zu pressen. Ich danke dir, Herr, dass du Kraft gibst, dass du Ermutigung schenkst und lobe und preise deinen herrlichen Namen. Amen. In dem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Shalom.